Jetzt fehlen mir ernsthaft die Worte. Also, ich wusste echt nicht nach dem Spiel, was ich dazu sagen soll. Der HSV verliert mit 2:1 gegen Heidenheim. Gegen Heidenheim und rutscht damit auf Platz 4 ab. Jetzt nochmal zum Mitschreiben für den HSV. Ihr habt gegen Heidenheim noch verloren, nachdem ihr geführt habt. Jetzt habt ihr den Zweitliga, also den Aufstieg in die Bundesliga, nicht mehr in der eigenen Hand. Jetzt kann Heidenheim an euch vorbeiziehen und ihr könnt noch ein weiteres Jahr in der zweiten Bundesliga verweilen, weil Heidenheim an euch vorbeigezogen ist. So, HSV habt ihr mal mitschreiben können. So, jetzt mal ernsthaft, jetzt mal wirklich, jetzt mal ernsthaft. Also der HSV verliert gegen Heidenheim, weil die sich in der 95. Minute noch das 2:1 einhandeln. 95. Minute. Erst einmal Glückwunsch an Heidenheim. Ihr habt euch echt verdient. Und Heidenheim, ihr habt euch auch den Bundesliga-Aufstieg verdient. HSV, ihr habt euch einen Bundesliga-Aufstieg im Falle des Falls nicht verdient. Auf was spekuliert ihr jetzt noch? Wolltet ihr erst hier so ein Nordderby gegen Werder Bremen in der Relegation sein haben oder was? Und jetzt ist sogar die Gefahr da, dass ihr noch nicht mal mehr das bekommt. Also wo sind wir jetzt hier hingekommen? Weil ich nämlich da fest davon ausgehe, Stuttgart wird kommenden Spieltag sowieso gewinnen, davonziehen und als Zweiter aufnehmen. Und ich glaube, Heidenheim ist hier so motiviert, es doch noch in die Bundesliga zu schaffen, es doch noch zu schaffen. Die werden nächsten Spieltag alles draufsetzen zu gewinnen. Und die werden auch gewinnen. Und lieber HSV, ihr habt es mal wieder vergeigt. Ihr habt es mal wieder so gut wie vergeigt. Woran liegt es jetzt? Wollt ihr euch zur ganzen Lachnummer Deutschlands machen? Wollt ihr es schon wieder vergeigen? Ist es euer Wunsch, weiter in zweite Liga zu stellen? Gefällt euch das jetzt? Früher wart ihr unabsteigbar, jetzt seid ihr unaufsteigbar. Wo seid ihr wieder hingekommen? Gefällt euch das jetzt hier so gut. So, und das werde ich mir auch gleich angucken, was hier eingeblendet wurde. Und zwar, das ist ein Video vom Sivi, das kann ich euch auch super empfehlen, weil der wird hier mal so richtig, glaube ich, die Bude zusammenschreien. Ich würde hier auch gerne die Bude zusammenschreien, aber das mit der Bude zusammenschreien überlasse ich meinem Profi. Lieber HSV, schaut euch jetzt mal dieses Video vom Sivi an und dann wird euch mal die Sprache verschlagen. Und ganz ehrlich, bei den Spielern vom HSV, da fällt mir nur noch folgender Meme zu ein. Und den seht ihr jetzt mal im Abspann. Ende der Ansage. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?